Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenk noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Sie müssen evakuiert werden. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Well to that, I say you're a cunt! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Dann suchen Sie ihn! Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Ganz Europa erobert! Das ist purer Wahnsinn! Falls die Russen mich... Ich muss hier weg. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Meine Familie. Wir sprechen ein andermal darüber. Gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. 2 hours later. A big cup of kicking your ass. Die Logik ist ja schon aus. Oh, my ass! Can I please order from here? I'm sorry, my son is retarded. He cannot help it. Unter ein aus der rechte Kibla! Now you are kicking us out. We wanted only some coffee. The next day. Oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. I need healing. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. I need healing. Dann suchen Sie ihn eben. I need healing. Sofort! Heroes never die. Verräter. Information. Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten? Two, needs more two, go to the toilets and shit up two, two is the best, two is everything, two is life, two is God, make America two again, worship the holy two life to reconfirm, play true fortress two with two is the best thing ever, two, I'm addicted to eating two. Weinstein! Ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig? Lass diese Kultur aus dem besten Europa überschwemmen. Ich kann kein Mitgefühl empfinden. Es kann und darf nicht sein. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden. Unberechenbare Künstler! Oh, hell no, boy! You suck! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel. Die Logik der Verrat.
Die Affen zum Beispiel trampeln jeden Außenseiter als Gemeinschaft fremd tot. Der Fremde lasse ihn immer mit brutaler Härte Einzigkeit mehr. Yes, sir. For you? Mit dem Angriff steht das, dass alles in Ordnung kommt. Yes, we got some laxatives in stock. What type do you want? Es muss wieder Schwung in die Sache. We've only got one more of this maximum strength pack, but here you go. I order more after this. Ich untersage ihn, wie jedem anderen Truppenführer, die Kapitulation. Ja, mit Himmler kollaboriert es dann. That'll be £2.99, please. Für den Menschenwelt. Anders kann man das nicht machen. Wait, I do not have a good feeling about this. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen ist Verrat gegen die Natur. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. A few moments later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. See, my name is Kampfkommandant. What sort of disgusting little bastard do you think you are? Sofort! I've just come back from a holiday to Tenerife. I specifically trusted you to be in charge of the cafe. And what do? You spike the customers' drinks with laxatives! Seien Sie vorsichtig. Das ist Landesverrat. And I should have been enjoying myself in the sunshine of Tenerife. But what did I get? Every fucking text on me phone was a complaint from the customers. Es waren ja viele, aber der war ein bisschen besonderer. It's fair to say that I've heard you try to get a job before. I don't know why I even bothered trying to hire you in the first place. You twat! Und er wurde auch Pflegelein genannt. Naja, Typecasting.